Die Powerbank Plus Solar 20.000 von Xlayer. Was taucht sie meiner Meinung nach und was bekommt ihr für euer Geld? Alle technischen Daten und Informationen gibt es jetzt für euch in diesem Video. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Der Schmale Smart Life. Hier findet ihr alles rund um das Thema Smart Consumer Electronic und ab sofort auch diese Powerbank Plus Solar 20.000 von Xlayer. Wenn ihr zu diesem Thema in Zukunft nichts mehr verpassen wollt und Teil der Smart Life Crew werden möchtet, abonniert doch gerne meinen Kanal und folgt mir auf Social Media. Als ich die Powerbank von Xlayer für Testzwecke zugeschickt bekommen habe, übrigens herzlichen Dank dafür nochmal, gingen mir schon beim Auspacken einige Gedanken durch den Kopf, so wie wow, so viel Strom oder oha, das Ding ist ganz schön schwer und hui, sie hat Solarzellen und naja, wie sieht es überhaupt mit der Ladezeit aus? Fragen über Fragen und ich möchte sehen, dass wir sie alle in diesem Video für euch klären werden. Schauen wir uns als erstes einmal die technischen Daten an. Bei der Powerbank Plus Solar 20.000 handelt es sich um einen Lithium-Polymer-Akku mit einer Leistung von, wie der Name bereits andeutet, 20.000 mAh bzw. 74 Wattstunden. Sie verfügt über zwei USB-Ladebuchsen und hat eine Ausgangsleistung von 5 Volt bei 2,1 Ampere. Wenn man zwei Geräte gleichzeitig anschließt, laden sie allerdings zusammen maximal mit 3 Ampere. Wieder aufladen lässt sie sich mit maximal 5 Volt und 2 Ampere oder ohne festen Stromanschluss über Solarzellen, die am Akku verbaut sind, mit einer maximalen Leistung von 250 mAh. Sie hat eine Größe von 192 x 100 x 25 mm und ein Gewicht von 540 Gramm. Im Lieferumfang befinden sich neben der Powerbank ein Karabinerhaken und ein USB zu Micro-USB-Kabel und eine kurze Gebrauchsanweisung in Deutsch. Xlayer bewirbt sie als die ideale Powerbank für Outdoor-Aktivitäten, die spritzwassergeschützt ist, über eine Taschenlampenfunktion verfügt, perfekt für jede Reise geeignet ist und euer Handy bis zu 8-mal aufladen kann. Schaut man sich die Powerbank an, fallen einem sofort mehrere Dinge auf. Das auffälligste Merkmal sind natürlich die Solarzellen. Sie bedecken eine der großen Akkuflächen und machen euren Akku somit völlig unabhängig vom jeglichen Stromanschluss. Und dann verfügt die Powerbank noch über eine Art Tragegriff, an dem man sie leicht mit dem mitgelieferten Karabinerhaken überall festmachen kann. Als Spritzwasserschutz und auch als Wiedererkennungsmerkmal hat Xlayer ihr dann zusätzlich noch einen blauen gummierten Rand spendiert, was farblich sicherlich Geschmackssache ist, mir aber ganz gut gefällt. Unter der blauen Gummidichtung befinden sich die Anschlüsse. Auf der linken Seite die Ladebuchse und ein USB-Ausgang. Auf der anderen Seite findet ihr den Power-Button und einen zweiten USB-Ausgang. Auf der Rückseite befindet sich die Taschenlampe, die ihr durch langes Drücken der Power-Taste ein- und wieder ausschalten könnt. Vorne über dem Solarzellenpad befindet sich die Ladestandsanzeige, die euch mit 4 blauen LEDs immer darüber informiert, wie voll eure Powerbank noch ist, und eine zusätzliche LED, die mit einem Sonnensymbol gekennzeichnet ist und immer dann leuchtet, wenn das umgebende Licht stark genug ist, um die Powerbank aufzuladen. Dafür müsst ihr übrigens nichts machen, sie beginnt jedes Mal automatisch zu laden, wenn genug Licht vorhanden ist. Für wen ist die Powerbank Plus Solar 20.000 aber nun geeignet? Nun, nicht geeignet ist sie meiner Meinung nach aufgrund ihres doch recht hohen Eigengewichtes für längere Wanderungen, bei denen es auf jedes Gramm im Rucksack ankommt. Das Gewicht ist auch mein größter Kritikpunkt, denn bei 540 Gramm muss ich mir echt überlegen, ob ich ihn überhaupt auf eine Flugreise mitnehmen würde, wenn ich dafür dann viel zu wenig Klamotten in den Koffer kriege. Also aufgrund des Gewichtes natürlich, nicht wegen des Volumens. Aber auf der anderen Seite muss man faires halber auch sagen, wer sich einen solchen Akku kauft, der weiß, auf was er sich einlässt. Und es gibt genügend Situationen und Möglichkeiten, wo er auf jeden Fall Sinn macht und sogar ein Segen ist. Denn seien wir doch mal ehrlich, nicht jeder von uns plant im nächsten Jahr den Jakobsweg zu wandern und nicht jeder ist so pingelig mit dem Gewicht seines Fluggepäcks wie ich. Unterwegs auf der Fahrradtour ist er ideal, auf Strandpartys und auf Festivalwochenenden ist er perfekt und beim Camping mit dem Auto oder auf jeder Busfahrt würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen und nicht missen wollen. Ein zweiter Punkt, den ich nicht so schön fand und der mich ehrlich gesagt überrascht hat, ist die Geschwindigkeit, in der der Akku wieder aufgeladen wird. Mit eurem Smartphone-Ladegerät ist das ja noch ganz okay, aber als ich gelesen habe, dass die Solarzellen 9 bis 10 Tage brauchen, um den Akku voll aufzuladen, habe ich gedacht,
Was? Ich meine, meine erste Reaktion war, dann brauche ich Festivals dann auch nicht. Oder was soll ich am Strand damit, wenn ich dann 10-mal die Sonne auf- und untergehen sehen muss, bis es endlich geladen ist? Aber dann habe ich darüber nachgedacht und habe gemerkt, Moment mal, der Akku lädt mein Handy locker 6 bis 7-mal voll auf. Ich meine, Xlayer macht ja sogar Werbung mit 8-mal. Wenn ich wirklich in eine Situation komme, wo ich komplett nur auf die Solarzellen angewiesen bin, dann kann ich mein Handy so einstellen, dass es etwas weniger Energie verbraucht und ich nicht 2-mal am Tag laden muss. Und wenn der Akku dann nur eine Woche mein Handy jedes Mal aufladen kann, dann ist das gigantisch. Das ist absolut genial. Kommen wir zu meinem Fazit. Die Powerbank Plus Solar 20.000 ist zugegebenermaßen etwas schwer, aber ehrlich gesagt auch nur genauso schwer wie ein 20.000 mAh Akku halt nun mal sein muss. Und das Wiederaufladen können durch die Solarzellen ist ein richtig cooles Feature. Ja, da hätte ich mir gewünscht, das geht schneller, aber ehrlich gesagt fällt mir kein sinnvolles Beispiel ein, warum es überhaupt nötig ist, dass es schneller auflädt. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Sicherheitsdenken, Hauptsache sie ist immer voll und wem das wichtig ist, der kann sich letztendlich auch 2 kaufen, ist es genug für alle da. Also, der gummierte Rand und überhaupt dieses Design finde ich sehr modern und schön finde ich, dass man in die USB-Ports hier diese Gummis reinstecken kann. Das macht das Ganze auf jeden Fall strandtauglich. Wer also nach einer großen Solar-Powerbank sucht, ist hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ich werde euch den Link zu der Powerbank unten in die Videobeschreibung packen. Dabei handelt es sich um einen Affiliate-Link. Wenn ihr da draufklickt, zahlt ihr nicht mehr, als wenn ihr sonst zu Amazon.de geht. Aber ich werde von Amazon bei eurem Kauf dann beteiligt. Also herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wenn es euch gefallen hat und ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Mein Name ist Sven und hier auf der Schmale Smart Life findet ihr alles rund um das Thema smarte Consumer Electronic. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Smart Life Crew High Five. Bis dann.